Back from the dead. Ja, willkommen zur neuen Episode der Fortnite Daily News. Und heute wieder besondere News, denn heute kam das große Update 8.4.0 und mit extrem vielen Änderungen drin, neue Skins, neue Emotes und so weiter und so fort. Und viel zu reden. Ich würde direkt mal sagen, wir fangen mit den ersten News an. Also wir fangen mal mit den offensichtlichen News an, und zwar Air Royale ist drin. Also die Flugzeuge sind wieder da in einem bestimmten Modus. Ihr seht auch hier schon ein paar neue Skins dranhängen sozusagen. Die sind auch neu drin, da zeige ich euch gleich, was genau das damit auf sich hat. Und Challenges sind auch damit verbunden, die komplett frei sind sozusagen. Das heißt also, ihr braucht da irgendwie auch kein Pass für oder irgendwie sowas, sondern ihr könnt die einfach machen, indem ihr den Modus spielt. Wir spielen den natürlich nachher auch in meinen Custom Games, also wer Bock hat, da reinzuschauen bei mir im Stream, heute Mittag, ich denke mal so 16, 17 Uhr fangen wir an spätestens, dann könnt ihr gerne mitmachen und so. Den werden wir auf jeden Fall ausprobieren, bin sehr gespannt drauf. Natürlich müssen wir auch über die neue Rifle sprechen, die ist natürlich auch neu drin, konntet ihr die noch nicht ausprobieren, Update lädt bei mir noch, aber auf jeden Fall probieren wir die auch gleich aus, ich bin übelst gespannt. Ihr könnt ja schon mal eure Ersteindrücke unten in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren für all die Leute, die schon reingejumpt sind, ich weiß, Ferien sind ja bei einigen Leuten, deswegen schreibt gerne mal unten eure Erfahrungen rein, ist die Waffe gut oder eher schlecht? Und Creative dürfen wir auch nicht vergessen, im Creative-Modus gibt's auch etwas Neues, und zwar das hier. So Explosive Fässer, die ihr rumstellen könnt, um sozusagen draufzuschießen, um Sachen zu explodieren. Finde ich richtig nice, dass sowas reinkommt. Ich freue mich drauf, wenn wir das tatsächlich dann auch im Battle Royale sehen werden, hoffentlich, dass sowas reinkommt. Denn das kennt man ja eigentlich von anderen Spielen, ne? Rote Fässer sind immer so ein Signal dafür, schieß drauf und ich explodiere. Das gab's irgendwie im Battle Royale noch nicht. Und jetzt ist es endlich drin im Creative-Modus, das heißt, richtig nice für alle die Leute, die was richtig Geiles bauen wollen oder irgendwie so ein Fallenparcours oder was auch immer bauen wollen. Hier auf jeden Fall die Möglichkeit. So, hier nochmal Supersonic, so ist der Name nämlich von dem Pilotenskin hier in den verschiedenen Styles. Das wird nämlich verschiedene Styles sein, so wie ich das verstanden habe. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, sieht cool aus. Es gab ja schon mal Pilotenskins, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass Pilotenskins nochmal reinkommen werden. Hier haben wir sie endlich. Und wir hatten ja schon mal welche im Starterpaket und auch so zum Holen. Ja, ich weiß nicht, die sehen irgendwie ein bisschen geil aus, vor allem, weil man auch da so ein bisschen verändern kann vom Style her und so, finde ich. Man kann immer so ein bisschen anpassen. Die gefallen mir auf jeden Fall besser. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr über die Pilotenskins hier denkt. So, hier nochmal zum neuen Air Royale-Modus, zum neuen Flugzeugmodus, mal der Trailer von Epic Games. So, sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Ihr habt gesehen, neue Sachen im Shop, neue Sachen für die Challenges. Also wird richtig crazy werden auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wenn wir da heute reinjumpen können bei uns im Stream. So, und wo wir schon bei offensichtlichen Änderungen sind, da müssen wir natürlich auch über Loot Lake reden, denn bei Loot Lake passiert was. Ich habe euch ja gesagt, die Bagger sind da und da wird jetzt ausgegraben und es hat angefangen. Und tatsächlich ist ein Bunker unten drunter und holy shit, da ist wirklich was drunter. Hier können wir das nochmal sehen, in etwas besserer Aufnahme. Es ist schon crazy, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da so eine Art Bunker oder was auch immer da unten drunter ist. Das heißt, irgendwas hat sich da unten entwickelt, was auch immer das war. Und das wird wahrscheinlich auch in Verbindung mit Kevin der Cube stehen, so wie das Ganze aussieht. Richtig, richtig verrückt auf jeden Fall. Ich werde da gleich auf jeden Fall mal reinjumpen. Wie gesagt, bei mir im Stream könnt ihr gerne mitmachen bei den Customs. Und wir untersuchen das Ganze natürlich mal und schauen mal, was da alles so für Geheimnisse sind und ob wir da noch ein paar andere Sachen finden können. So, bei Hypex auf Twitter gefunden, wo wir schon bei Geheimnissen sind. Neue Runen sind gefunden worden. Erinnert euch an die ganzen Runengeschichte, die wir da hatten mit Kevin der Cube. Und es sind tatsächlich neue Runen gefunden worden. Zum einen diese vier hier, was richtig verrückt ist. Und dann nochmal diese hier. Also insgesamt 5 Stück an der Zahl. Richtig verrückt. Was die bedeuten sollen, keine Ahnung. Wir haben ja damals auch nicht wirklich eine Ahnung gehabt, was die Runen bedeuten. Wir haben nur gesehen, was die Runen tatsächlich dann machen. Und zwar, dass sie so eine Gravitationsfelder erschaffen oder sonstige Dinge erschaffen. Und dass Kevin der Cube sozusagen drumherum um die Map hier rumläuft und sozusagen dann die aktiviert. Wie das Ganze jetzt funktioniert, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das heißt also, alles scheint sich irgendwie so zusammenzufügen in den Geschichten. So, wo wir schon bei dem Cube sind, von Hypex, auf jeden Fall bei Twitter ein Follow da lassen, Link unten in der Videobeschreibung. 2 alte Cube-Soundfiles, die geupdatet worden sind. So, zusätzlich sind auch wohl die Shadow-Bomben geupdatet worden vom Sound her. Richtig crazy, hört mal rein.
So, und wenn das nicht alles wäre, gibt es tatsächlich zwei neue Event-Files, die aufgetaucht sind, beziehungsweise zwei neue Sound-Files zu neuen Events. Ich spiele die jetzt mal hintereinander ab und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir haben zum einen mal das Sleepy-Event und einmal das Snow-Event. Richtig, richtig crazy. Also, ich würde sagen, ich lasse euch mal alleine und ihr hört einfach mal rein. So, zum Ende meines Videos. Grüße gehen raus an ChinaBR für den neuen Gemini-Skin, der mit drei Challenges übrigens kommen wird, um verschiedene Styles, so wie es aussieht, freischalten zu können. Richtig, richtig nice. Und natürlich auch noch ein neuer Emote, dessen Name noch nicht so ganz feststeht, beziehungsweise dessen Icon noch nicht ganz feststeht. Da schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Deswegen verabschiede ich mich hier schon mal. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Sollten irgendwelche Kleinigkeiten noch auftauchen, irgendwelche interessanten News, was zum Beispiel das Cube-Event angeht oder sonstige Events, dann wird das auf jeden Fall immer täglich in meinen Daily News gezeigt. Also schaut auf jeden Fall vorbei und dann würde ich sagen, bis hierhin, habt viel Spaß noch mit dem Video und wir sehen uns dann morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.